Guten Tag, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Mosaikschule wurde 25 Jahre alt und wir waren für Sie dabei. Schülerinnen und Schüler der Mosaikschule haben sich auf diesen Tag vorbereitet und haben eine ganz besondere Atmosphäre hier auch geschaffen, auf ihrem Schulhof. Zu den Höhepunkten eines jeden Schuljahres gehört auch immer die Vorbereitung auf die Wettkämpfe, zu den Special Olympics. Und im letzten Jahr waren Schülerinnen und Schüler dieser Schule in Hannover. Ihr könnt euch bestimmt auch noch daran erinnern, wie stolz ihr nach Hause gekommen seid mit euren Medaillen. Denn wir waren in Hannover als Delegation wirklich sehr erfolgreich. Zu den sportlichen Höhepunkten gehört auch das Schwimmlager und im Winter auch immer das Skilager. Ich wünsche euch, dass ihr die Schule als einen Ort erlebt, an dem euch das Lernen Freude macht, und bin ganz gespannt jetzt auf das, was ihr vorbereitet habt. Seit 5 Jahren tragen wir jetzt schon mit Stolz den Namen Mosaikschule. Ich glaube, in Gribbesmühlen sind wir inzwischen bekannt. Ihr seid eigentlich das Wichtigste hier. Unsere Mosaikschule war und ist eine Schule für Kinder, die unserer besonderen Fürsorge und Hilfe bedürfen. Für Kinder, die einzigartig sind, und nicht zuletzt für Kinder, die sehr dankbar sind für die Möglichkeit, bei uns lernen, arbeiten und Spaß haben zu können. Unsere Schülerinnen und Schüler kommen aus den Kindertagesstätten, anderen Schulen und sogar aus anderen Bundesländern zu uns. Aber egal, woher sie kommen, schon nach kurzer Zeit ist aus der oder dem Neuen jemand geworden, der zu uns gehört. An diesem gemeinsamen Wir haben unser Schulteam und unsere begleitenden Therapeuten maßgeblichen Einfluss. Wir schaffen es, alle Schüler individuell einzubeziehen und jeden nach seinen Möglichkeiten zu fördern, aber auch zu fordern. Wir bauen Brücken für alle. Lieder, die wie Brücken sind, die braucht jeder Mann. Jede Frau und jedes Kind braucht sie sich irgendwann. Lieder, die wie Brücken sind, scheinen schwach zu sein. Und ob sie uns tragen, liegt an uns allein.
Das war doch nicht alles. Du weißt, wie du dich hinstellst. Groß machen, dass du halten kannst.
Janina, komm. Du nimmst die Hände nicht mehr. Ich gebe dich. In Großmühlen wurde der Bahnhof eröffnet. Wenn die Zwischenräume nachher noch zu, ne? Das wird verfugt. Richtig wie bei Fliesen. Ja, ja. Mhm. Das wird dann alles mit Weiß verfugt. Dann leuchtet das auch ein bisschen mehr. Das soll ja so ein Blumenbeet bis oben hin werden, was dann auch um die Ecke wächst, weil es ja Eckhaus heißt. Ne? Ach so, schön. Und die Kinder haben hier schon angefangen, ein paar Blüten zu legen. Wir haben erstmal unten hier die Steine, die hier unten liegen, ne? Da so ein bisschen aufgenommen mit den großen. Und jetzt kommen die Feinsachen hier oben. Ist aber schwierig, bunte Fliesen zu kriegen. Ne? Also weiß und schwarz und beige kriegt man immer, aber kein grün, kein rot. Hier sind ein bisschen große Lücken dabei, ne? Wenn Kinder das machen, die gucken dann doch nicht so drauf. Aber das soll ja auch, ist ja eine ganz spontane Geschichte eigentlich. Ja, ja. Ne? Und wie hast du das gemacht? Also ich habe es so gemacht, ich habe Punkte gemalt mit und ein bisschen Wellen. Und ich finde, das sieht wirklich hübsch aus. Okay, und wie bist du auf das Muster gekommen? Hast du dir das schon aufgezeichnet oder ausgedacht? Ausgedacht. Und heute machst du was? Und heute... Hier bin ich. Hier werde ich heute... Hier würde ich heute ein bisschen so machen. Mosaik kleben heute. Na dann los, dann zeig mal, wie du das machst. Jawohl. Ein bisschen größer werden den Abstand, ne? Soll ja eine Spirale werden, keine Blüte. Ja. Immer ein bisschen Abstand halten, ne? Und wenn du jetzt hier so rumarbeitest, schau mal, hier so rum, siehst du, dann wird das eine richtig große Spirale. Okay. Okay, lila. Ist das lila? Ist das
suche erstmal die Tassen. Ja, such erstmal die Tassensteine, ne? Frau Schömeier, jetzt sind wir mit Griffesmühl TV mal hier unten in dieser Einrichtung und staunen. Mit dieser Bushaltestelle, sag ich mal, soll einiges passieren, dieses Manni-Holzeneck früher. Was haben Sie damit was zu tun? Was haben Sie sich ausgedacht? Ja, ich habe damit was zu tun. Und zwar, wir haben gemeinsam mit der Stadt Griffesmühlen beim Integrationsfonds einen Projektantrag gestellt, dass wir in Sommerferien ein Sommerprojekt machen mit allen, die gerne Lust haben und Spaß haben. Und da haben wir recht spät eine Zusage bekommen, dass wir es machen können. Ja, ja. Und aus der Erfahrung, was ich schon alles gemacht habe, habe ich gedacht, Mensch, wir können einfach so einen künstlerischen Prozess machen. Hallo, grüß dich. Na, sag mal hallo. Willst du mit in die Kamera kommen? Kommt mal mit in die Kamera. Dann machen wir die Begrüßung. Kommt mal her, alle. Hallo, Julia. Wollt ihr alle mithelfen? Ja, toll. Wir helfen alle mit. Hoffentlich haben wir so viel Pinsel. Ja, also, hallo. Hallo, hallo. Julia, hallo, grüß dich. Ja, dann bringen wir es einmal noch zu Ende. Und was soll es werden, wenn es fertig ist? Das soll jetzt eigentlich, hier sind wir dabei, den Zaun zu erneuern. Habe ich schon gesehen, ja. Wir machen ein großes Mosaik und wir wollen gerne den Namen von Mannis Holzeneck ändern in das Eck. Wir wollen große Buchstaben, farbige große Buchstaben aufs Dach setzen. Dass man das deutlich sieht von Bahnhof aus, dass das Eck ist und alle fragen, was ist das denn? Schön. Was soll das? Okay. Die Frage haben wir schon öfter hier gehört am Busbahnhof. Wozu ist das? Von der anderen Seite. Von der anderen Seite. Die Buchstaben. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.